Gran Turismo Sport fällt nicht nur wegen seines Namens ein wenig aus der PlayStation-exklusiven Rennspielreihe. Denn die Entwickler von Polyphony Digital rund um Serienschöpfer Kazunori Yamauchi haben für das erste PS4 Gran Turismo auch einige bei den Fans recht umstrittene Entscheidungen getroffen, legen zum Beispiel den Fokus auf den Multiplayer und es gibt weniger Umfang. Wie sich das letztendlich auf das Spiel ausgewirkt hat, verrate ich jetzt im Testvideo. Wer sich GT Sport in Erwartung eines üppigen Karrieremodus wie bei den Vorgängern zulegen will, der sei hiermit gewarnt, denn eine klassische Karriere bzw. einen GT-Modus mit diversen Rennserien, hunderten Events und Fahrzeugen gibt es nicht. Stattdessen hat GT Sport für Solisten eine Vielzahl von recht zusammenhanglosen Missionen parat, in denen es unter anderem gilt, Rennen zu gewinnen, eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugen zu überholen oder auch mal Pylonen umzufahren. Außerdem könnt ihr euer fahrerisches Geschick in den Lektionen der Fahrschule zum Beispiel bei Kurvenfahrten unter Beweis stellen oder bei der Streckenerfahrung die Pisten im Spiel wie hier die Nürburgring-Nordschleife Stück für Stück auswendig lernen. Dafür kassiert ihr dann Bronze-, Silber- oder Goldbelohnungen, Credits für neue Autos oder hin und wieder sogar eine Gratiskarre. Generell wird aber deutlich weniger Solo-Umfang geboten als bisher von der Serie gewohnt und für alle Karrierefans ist dieses Gran Turismo definitiv nichts. Wer sich allerdings gerne in Aufgaben verbeißt und stets auf der Suche nach den letzten Hundertstelsekunden Verbesserung bzw. der Ideallinie ist, der kann auch mit Gran Turismo Sport seine Freude haben. Auch beim Umfang wurde der Rotstift angesetzt, es gibt im Vergleich zu den letzten Serienteilen nur noch 162 Autos im Fuhrpark und auch die Streckenauswahl fällt mit knapp 20 recht überschaubar aus. Immerhin haben alle Autos nun vollmodellierte Cockpits, die gefühlt 1000 Familienkutschen-Varianten der Vorgänger fallen weg und die Streckenauswahl ist ein guter Mix aus echten und fiktiven Kursen, etwas mehr hätte es trotzdem ruhig sein dürfen. GT Sport konzentriert sich also aufs eigentliche Fahren und da vor allem auf den Multiplayer-Bereich. Es gibt einen Splitscreen-Modus für bis zu 2 Spieler, im Fokus stehen aber eindeutig die Online-Rennen. Und zwar so sehr, dass GT Sport zum Betrieb sogar eine dauerhafte Internetverbindung erfordert, ohne steht nur der Arcade-Modus für Einzelspieler zur Wahl. Bei den Online-Modi hat sich Polyphony aber einige Gedanken gemacht und das Matchmaking etwa klappt weitestgehend problemlos. Generell habt ihr die Möglichkeit, an täglichen und sich regelmäßig wiederholenden Einzelrennen teilzunehmen und bis das Rennen startet, solltet ihr versuchen, eine möglichst gute Quali-Zeit in den Asphalt zu brennen, denn je besser die ausfällt, desto weiter vorne startet ihr im Feld. Die Spielersuche orientiert sich dabei an zwei Parametern. Zum einen die generelle Fahrerqualität, die sich zum Beispiel nach guten Platzierungen bemisst, und zum anderen die Sportsgeistwertung. In GT Sport geht es nämlich nicht nur um Schnelligkeit und Geschick, sondern auch um Fairness. Wer regelmäßig Gegner von der Strecke kickt oder sich ansonsten unsportlich verhält, bekommt Abzüge in der entsprechenden Sportsgeistwertung. Wer dagegen Blechkontakt vermeidet und überholen lässt, kassiert Pluspunkte. Das funktioniert prinzipiell auch recht gut, allerdings nervt es, dass das Spiel auch dafür bestraft, wenn man selbst gerammt wird. Da ist in Zukunft noch ein wenig Feintuning nötig. Die eigentlichen Rennen laufen dann mit bis zu 24 Teilnehmern gleichzeitig auf der Strecke sehr flüssig und in unseren Tests auch meist problemlos. Es gibt ein recht effektives Ghosting-System, das langsame Spieler oder Fahrer direkt nach einem Unfall durchsichtig macht, um Massenkarambolagen vorzubeugen, was unserer Einschätzung nach ebenfalls schon recht ordentlich funktioniert. Zukünftig soll es dann auch regelmäßige Cups und Seasons mit Ausscheidungs- und Finalläufen geben, bei denen dann diverse Preise winken. Ziemlich vorbildlich ist auch das Einrichten eigener Rennen, für die sich diverse Parameter wie Tageszeit, erforderliche Fahrerqualität, Reifenverschleiß, Benzinverbrauch, Ghostingstärke und etliches mehr einstellen lassen. Ärgerlich ist dabei allerdings, dass es keine unterschiedlichen Wetterbedingungen oder dynamische Tageszeitenverläufe gibt. Das kann die Konkurrenz mittlerweile deutlich besser. In Sachen Fahrgefühl und Fahrmodell macht Gran Turismo Sport dafür eine hervorragende Figur und die Fahrzeuge fühlen sich dank des gut simulierten Gewichts klasse an, und zwar so klasse wie selten zuvor in der Serie. Lediglich im Grenzbereich fehlt uns ein wenig das Feedback, zum Beispiel dann, wenn ein Fahrzeug kurz davor ist, die Traktion zu verlieren, aber generell ist die Spielbarkeit von GT Sport sowohl mit Controller wie auch insbesondere dem Lenkrad klasse. Nur das Handling auf den wenigen Offroad-Strecken im Spiel ist etwas arg rutschig und erinnert mehr ans Fahren auf einer glatten Eisfläche. Wer sich abseits der Strecke kreativ austoben möchte, kann das in GT Sport ebenfalls tun, denn es gibt jetzt endlich einen Lack-Editor für eigene Designs sowie einen sehr umfangreichen Fotomodus, mit dem sich mit etwas Übung enorm realistische Bilder schießen lassen. Überhaupt ist die Präsentation mit stimmigen Menüs und schöner Musik sehr gut gelungen. Womit wir auch direkt bei der Technik wären und hier fährt GT Sport tatsächlich im Rennspielgenre ganz vorne mit. Die Strecken sind alle toll designt und sehr realistisch nachgebildet,
was aber auch damit einhergeht, dass die Optik ein wenig steril wirkt. Die Fahrzeugmodelle gehören zum Schicksten, was das Genre aktuell hergibt, und auch die Lichteffekte, zum Beispiel bei tiefstehender Sonne, haben uns sehr gut gefallen. Das Schadensmodell ist dafür ziemlich enttäuschend, denn mehr als ein paar rudimentäre Dellen und Kratzer im Lack gibt es nicht. Dafür hat Polyphony endlich bei den Motorengeräuschen Fortschritte gemacht, denn das, was da aus den Boxen dröhnt, klingt deutlich mehr nach echtem Motorsport als beispielsweise noch in Gran Turismo 6. Ob GT Sport also etwas für euch ist, hängt ganz davon ab, was ihr erwartet. Für ein klassisches Gran Turismo bietet es definitiv zu wenig Umfang, vor allem ein Karrieremodus wird schmerzlich vermisst. Alle Multiplayer-Interessierten und all diejenigen, die Kurse wieder und wieder bis zur totalen Perfektion spielen können und wollen, sollten sich GT Sport aber auf jeden Fall einmal anschauen. Denn dank der sehr gut funktionierenden Online-Rennen, dem ansprechenden Fahrmodell und der sauberen Technik hat Polyphony mit GT Sport ein tolles Rennspiel und vor allem eine interessante Anlaufstelle für Online-Fahrer geschaffen und sich bei diesem Teil auf das Wesentliche konzentriert. Am Zuspruch der Community und dem hoffentlich regelmäßigen Content-Nachschub muss ich jetzt dann zeigen, ob dieses Konzept zukünftig erfolgreich sein kann.